Hallo Freunde des schönen Plastiks und ich bin's wieder mit einem weiteren Rogue One Review auf meinem Kanal. Heute geht es um den Lego Star Wars TIE Striker mit dem Set Nummer 75154 zu einem Preis von 69,99 €. Und wie gewohnt, die Figuren zuerst. Die Figuren sind einmal ein TIE Fighter Pilot, Imperial Ground Crew Trooper, ein Shore Trooper und ein Rebellensoldat bzw. Rebel Trooper. Der TIE Fighter Pilot ist nach wie vor ganz normale Bedruckung, Oberkörper und Beine und der Helm und hat nach wie vor diesen mehr als unpraktischen Halbhelm, wo hinten fast der komplette Kopf rauskommt, und es steht nach wie vor das Problem des über die Schulters oder zur Seite Guckens, dass der Helm quasi sich immer komplett anhebt. Naja. Dann, der Imperial Ground Crew Trooper oder nur Imperial Ground Crew. Der Körper unterscheidet sich ein bisschen von dem des Piloten. Wie man sehen kann, die Lichter sind nur anders, das Atemgerät ist weg und die Beinbedruckung ist ebenfalls was anders. Ansonsten gibt es noch der bisher imperiale Technikerhelm, hat diesen Kappenabsatz hier hinten nicht mehr. Und das ist nur quasi so ein runder Helm. Und das Gesicht ist halt auch ein Techniker mit einem Headset an der Seite, kein zweites Gesicht und halt noch diese zwei Landelichter zum Navigieren. Dann der letzte Imperial ist der Imperial Shore Trooper. Die Figur ist im Moment nur in diesem Set dabei und das ist quasi wirklich auch nur einer. Das ist quasi der Hovertank-Pilot, nur halt in einer anderen Bedruckung bzw. beige Farben und dieses leichte Blau-Grau. Der braun. Die Waffe, ein Schrotgewehr oder so sieht das aus. Ganz normales Gesicht, kein zweites Gesicht. Und halt der Helm, der halt. Die Form finde ich ziemlich cool. Bedruckung, ja, geht. Und so sieht der auch von hinten aus. Der hat einen andersfarbigen Arm, der andere ist beige. Ja. Und dann der einzige Rebellensoldat. Guckt ein bisschen so, als würde er etwas vorhaben. Ganz normaler Blaster mit Technikteil vorne dran. Und ich mag auch, dass die in den neuen Rogue One Sets die Rebellenausrüstung sehr divers ist. Da sieht man sehr gut, wie unterschiedliche Leute bei den Rebellen dabei sind. Und sag mal ehrlich, da kann man auch gute Teile dafür kriegen, wenn man einfach mal so irgendwie eine Szene oder sowas machen will, im Stop Motion oder so. Wie gesagt, also er hat hier quasi, sind die neuen Rebellenhelme. Quasi ein Endor-Helm in einer anderen Farbe, mit ein bisschen Basic an der Seite. Ja, Bedruckung ganz normal, eine Jacke und hinten hat er noch ein etwas aktiveres Gesicht. Und das war's soweit von den Figuren. Okay, kommen wir zum Set. Der TIE Striker hat schon seine 42x25x7 cm, also ist gar nicht mal so klein im Vergleich zu den restlichen Jägern der TIE-Serie. Und ist eine Kombination aus Jagd, Bomber und Abfangjäger. Und zwar, das Set an sich hat leider nur wenige Funktionen, weil der Platz der großen Kabine für die Hauptfunktion quasi verwendet wird. Das hat mich am Anfang etwas irritiert. Aber leider gibt es halt wirklich sonst eher weniger damit zu machen. Ich zeige euch das mal. Einmal haben wir natürlich hier vorne das Cockpit, was man leider nicht mehr in einem Schub aufmachen kann, sondern hier einmal hier oben eine Klappe und hier vorne das Frontfenster hat. Und dann kann man natürlich den TIE-Piloten hier reinsetzen. Leider ist das ein bisschen fummelig, weil eben hier dieser Balken da dazwischen ist. Es wäre besser gewesen, wenn man hier quasi das in einem Zug hätte öffnen können, wie bei den älteren Sets, die ja quasi so ein Fensterteil an der Lego-Konstruktion dran hatten, das dann hier nach oben geöffnet wurde und somit das Fenster auch nach oben weggezogen wurde. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, weil man... Es ist zwar nicht schwer, aber es ist einfach fummelig und es ist unnötig kompliziert, den da reinzusetzen und wieder rauszuholen. Ja. Das wäre das Cockpit. Dann gibt es hier hinten noch eine Luke. Da habe ich mir natürlich erst gedacht,
Da kann man dann wahrscheinlich Bomben oder sowas reintun oder irgendwas abwerfen. Aber leider ist es tatsächlich nur ein Stauraum für allerlei Dinge, die man so braucht, wenn man mit dem TIE Striker rumfliegt. Einmal ist das, ja, ein Walkie-Talkie. Sowas braucht man noch im Star Wars Universum. Dann ein Blaster und halt hier noch ein Fernglas. Mehr ist da leider auch nicht drin. Also es ist noch ein bisschen Platz drin. Hier sieht man das nochmal. Aber das da rauszukriegen, das wird sehr fummelig. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Vor allen Dingen bei dem Preis. Aber was soll man machen? Ja. So, kommen wir jetzt zur Hauptfunktion des Ganzen. Die Hauptfunktion des Sets findet man hier unten an diesen unscheinbaren, ja, Hebeln. Und zwar ist in dem ganzen Ding eine Technikkonstruktion verbaut, mit denen man die Flügel auf und ab bewegen kann. Das Ganze rast dann ein und wird erst wieder zurückgestellt, wenn man das manuell macht. Das heißt, es bewegt sich nichts irgendwie automatisch oder sowas. Und das sieht ungefähr so aus. Ich bewege den Hebel jetzt hier nach oben und man sieht, der Flügel hebt sich. Und wenn ich den einrasten lasse, geht es ganz nach oben. Und wenn ich das auf der anderen Seite mache, sieht es dann insgesamt so aus. Damit kommen wir auch zum letzten Feature des Sets, und zwar hier unten die Kanonen. Die funktionieren halt ganz normal. Man drückt da drauf und es fliegt weg. Ja. Das Problem ist, dass die hier unter dem Cockpit liegen. Und die einzige Stelle, wo man das Set greifen kann, ist hier unter dem Cockpit. Das heißt, man wird das ein oder andere Mal unwillig diese Dinger wegschießen, weil sie einfach da sind, wo man hingreift. Die Position finde ich ein bisschen komisch, weil, wie man sehen kann, wenn man das hier anfasst, muss man echt vorsichtig sein, sonst fliegt... Ja, da, siehst du? Da ist es schon passiert. Sonst fliegt hier alles in alle möglichen Richtungen. Okay, auf zum Fazit. Mein Schluss des Sets ist, dass es für diesen Preis etwas wenig ist, was man geboten kriegt. Die Figuren sind auch so Mittelmaß, bis auf vielleicht den Rebellen Trooper und den Imperial Ground Crew Trooper. Ansonsten ist das Set auch, wie gesagt, relativ funktionsarm. Ich hatte gedacht, dass da sich etwas Cooleres in der großen Apparatur in der Mitte verbirgt. Das war nicht der Fall und dementsprechend gab es etwas Enttäuschung. Aber wer die TIE-Serie mag, der wird hier auf jeden Fall ein gut designtes Set bekommen. Vielleicht nicht ganz zum besten Preis, allerdings kann man schon sagen, dass der insgesamt vom Design her einen sehr guten Eindruck macht. Es mag nicht für jeden sein, aber wer seine TIE-Serie unbedingt noch vervollständigen will, der kann hier ruhig zugreifen. Das war mein Review des TIE Strikers. Wie gesagt, ich reviewe die gesamte Rogue One Serie auf meinem Kanal. Wenn ihr diese Videos auch sehen wollt, besucht die noch einfach mal. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!